Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und heute, dann machen wir mal mit Lara weiter. Da sollen wir hingehen. Also ein bisschen umgucken. Aha. Da sind sie wieder. Die Wölfe. Ah, ja, nicht so Bock drauf, ne? Da bin ich auch nicht so gut drin. Da kommen sie. Ach so, die flitzen immer weg. Ich habe aber nur 20 Pfeile. Mal ein bisschen. Dass wir hier mal ein bisschen in der Story weiterkommen. Alles klar? Soll's losgehen? Kann losgehen, Doktor. Dann leg los! So. Abbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Tja. Passiert hier auch mal was, oder? Oh. Unglaublich! Es ist Himiko! Sehen Sie! Die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Oh, oh, oh. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Начну засухать, мочи! Тут им nichts! Bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Oh, oh, oh. Nein! Das ist nichts für Zartbeseitete, glaube ich. Только попробуй рыпнуться. Хотите их! So, jetzt. Ah, okay. Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Gucken, ob ich das hinkriege hier. Da hinten sollen wir hin. Aber wie komme ich da hin? Wie sieht's aus? Oh Gott!
jetzt hier einfach so. Hey, einer sitzt in der Falle. Ich hab sie! Oh. Oh, 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 oh. Da war ich zu doof. Und schon ist sie tot. Brauche ich also mehr Geduld? Ah! Hab ich den da hinten übersehen? Jetzt warten, bis der weggeht, oder? Ich komme nicht weiter. Ah. Ich denke hier rein. Solche Passagen, das mag ich ja nicht, das ist... Hey, was siehst du? Nichts. Was ein Theater. Ah, da! Jetzt geht's bestimmt gleich zur Sache hier. Ja, ich denke, der wird uns gleich erwischen. Ja. Hey, ты! Лучше не зли меня. Я всех. Oh, 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 habe ich zu langsam gedrückt. Oh Mann, das ist ja richtig nervig. Und wieder zu spät. Oh Mann. Das ist natürlich nichts für mich, merke ich schon. Лучше не зли меня. Я всех. Она тоже была порадочной стервой. О. О. Das gibt's doch nicht. Oh, wie oft muss man das machen? Oh, das ist ja echt nervig. Und wieder zu spät. Ja, ich sollte mir doch mal ein Programm anschaffen, mit dem ich dann Videos schneide. Oder nicht sonntags morgens so früh spielen. Oh Gott, wie oft muss man das dann machen, wenn man zu doof ist? Ja, bis man es geschafft hat. Ist das nervig? So, jetzt muss man den drücken bis zum geht nicht mehr hier. Oh, 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 nichts für zart beseitete, denke ich. Und die Waffe ist auch leer, wie wir eigentlich sehen. Naja, ich denke, die Folge ist mal nichts für schwache Nerven. Yeah.
dafür haben wir jetzt eine Waffe. Also, eine Pistole und den Bogen. Aber die Waffe ist leer. Wie wechsle ich die? Wie wechsle ich denn die Waffe? Tja. Ah, so vielleicht. Auch leer. Stimmt. Der noch irgendwas? Sowas nervt mich ja, ne? Aber dass hier auch nirgendwo Pfeile oder so rumliegen. Man müsste auch treffen, ne? Dann hoffe ich, komme jetzt gleich mal in ruhige Ecken hier. Ist ja mega anstrengend. Das wird ja immer schlimmer. Ah, da oben. Wieder solche Idioten hier. Was war's denn? Wieder ein Tanker? Nein, sah eher aus wie ein Schrott. Das ist gutes Material. Wir werden's bald Hilfe, Schnitzel! Den machen wir platt. Und er ist der Nächste. Oh. Verwundet. Alles klar. Oh. Ah, da kommt er. Das ist schon ein bisschen anstrengend hier. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Das würde ich auch mal sagen. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. So, dann können wir uns jetzt hier noch ein bisschen in Ruhe umschauen. So ein bisschen der Stress hier raus. Muss man die abschießen, oder? Ja.
Oh, da ist... Komm ich näher? Da ist das Lagerfeuer. Und ich denke, dann machen wir jetzt hier auch Schluss. Ist hier sonst noch irgendwas? Bei alten Plänen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Ah, so kann man hin und her reisen. Das bedeutet, dass ich wirklich schlimm, dass alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Verbessern kann ich anscheinend noch nichts. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. 16. 116 habe ich. Sie müssen. Und 200 brauche ich. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Roth einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Okay. Ja, dann. Haben wir ja schon mal eine stressige Folge hinter uns. Dann mache ich Schluss und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.